Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe die Nacht hier, also so lang war sie ja nicht mehr, aber mal eben kurz in der Mine verbracht. Ich gehe auch gleich hoch. Ich glaube, viel Material ist es nicht. Ja, nachdem ich gemerkt habe, dass die Samstagsfolge dezente Überlänge mit 40 Minuten hatte, ich war noch am Überlegen, schneide ich die jetzt in der Mitte auseinander, aber das fand ich jetzt irgendwie auch blöd. Ich dachte mir, okay, komm, scheiß drauf. Ich habe die echt zu oft geschnitten. Ne? Ich hatte keinen Überblick mehr, wie lang die wirklich war. Und auch überhaupt gar kein Gefühl dafür. Und naja, wie dem auch sei. Gut, habt ihr mal eine längere Folge gehabt? Also eine deutlich längere. Insofern, ne? Sollte aber mal eine dann irgendwie unter 20 sein oder halt nur 20. Ne? Bitte ich dann auch um gegenseitiges Verständnis. Wir werden mal gucken, was wir hier machen. Irgendwas höre ich da oben auch. Aber nur ganz leise, ist so ganz dumpf. Weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht haut gerade ein Zombie auf irgendetwas ein. Schwer zu sagen. Es ist sehr leise. Könnt ihr, glaube ich, auch gar nicht hören. Und ja, ich würde jetzt ganz gerne meinen Zaun neu fertig machen. Und die Mauer. Die haben ja da doch sehr viel zerkloppt. Dafür brauche ich aber nur mal ein bisschen Metall. Weil ich werde das dann wohl gleich mit Concrete auffüllen. Das hält dann etwas länger. Wobei ich jetzt auch mal annehme, dass die nächste Horde gar nicht aus der Richtung kommt, sondern dass die wieder aus einer anderen Richtung kommen. Einfach nur, weil sie es können, vielleicht. Weiß ich nicht genau. Muss mal schauen. Jedenfalls ein bisschen Metall brauche ich noch dafür. Naja, habe ich in der Schmiede noch? Nee, habe ich hier? Habe ich nichts? Oder habe ich noch was in der Schmiede? Ich komme da gelegentlich mal mit unseren beiden Let's Plays durcheinander. Wie viel jetzt wirklich noch in der Schmiede ist und wie viel nicht. Sonst muss ich eben schnell einschmieden. Dann kann ich... Ja gut, den Zaun kann ich dann ja auch noch nicht machen. Da brauche ich auch Metall für. Aber dann können wir uns mit den Spikes unter unserer Basis beschäftigen. Das können wir machen. Aber man sagt sich, komm hier, das bisschen Metall nimmst du immer noch mit und dann kommt da immer noch mehr. Das führt zu nichts. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal raus. Naja, oder auch nicht. Ah, hier liegt aber auch so schön viel rum. Das ist der Hammer. Und das direkt unter der Stadt. Übrigens hat das Spiel immer noch, oder wieder, den Bug, dass wenn man sich unterirdisch ausloggt, muss ich überhaupt hin? Ich denke mal da. Dass wenn man sich unterirdisch ausloggt, dass man auf der Straße rauskommt. Das ist mir nämlich eben passiert. Hier rüber und dann da links. Oh Gott, ich muss hier meine Beschilderung machen. Sonst finde ich hier gar nicht mehr raus, im Ernstfall. So, hier hoch. Ja, ich habe eben versehentlich meine Pickaxe, meine 403er gescrapped und dann hatte ich kein Holz mehr und dann... weiß ich nicht, mich in eine versehentlich ausgeloggt und dann stand ich wieder drin und dann stand ich plötzlich auf der Straße und dann dachte ich mir, ey, was stimmt denn mit meinem Safe-Game nicht? Ne, mit dem Safe-Game ist alles in Ordnung. Ah, da hinten matscht was. Aber wie gesagt, er setzt dann halt dann oberirdisch raus. Das ist ein bisschen merkwürdig. Weil eigentlich war das Problem dann mal abgestellt. So. Au, ich habe doch noch ein bisschen Iron dran. Das ist ja mal gut. So, und wir brauchen Clay, muss auch mit rein. Clay müsste ich hier haben. Clay muss auch mit rein. Das muss mit eingeschmolzen werden. Das ist das eine. Die können wir dann auch anfeuern. Hier sind Steine drin und auch nicht mehr viel Clay. Das machen wir dann auch. Dann packen wir das so rein. Packen wir hier mal. Nö, es ist ein bisschen großzügig gewählt, oder? 115. Schalten wir auch an. Das wird ja wohl nicht so lange dauern hier. Schmelzen wir das Wert auch ein. Hier schmieden. Ich würde sagen, da kommt dann auch schnell was zusammen. Ne?
Da werden ziemlich sicher dann auch Kreischer kommen. Was jetzt zu dieser fortgeschrittenen Spielzeit unter Umständen auch eklig sein kann. Werden wir mal gucken. Dann sollte ich mir Hunting Rifle habe ich, Magnum habe ich, Crossbow habe ich. Jo. Ich könnte mir eigentlich noch mal ein bisschen Schießpulver herstellen. Das kann ja ruhig ein bisschen dauern. Das sollen mich ja nicht weiter kratzen. Dann kommt das Potassium da wieder rein. Steine kommen hier rein. Ey, komm, bist du wohl. So, und zack und weg. Und hier haben wir noch ein bisschen LED. Das können wir noch aufteilen. Dann passt das. Sand kommt hier zu Stein. Ne? Okay, das sollte auch reichen, um ein bisschen was herzustellen. So, dann nehmen wir jetzt Woodframes mit, unsere Axt. Die ja, Schaufel lassen wir trotzdem mal. Was ist das? The Doctor ist auch. Okay, die wollte ich mir aufbewahren. Dann gehen wir doch jetzt mal hier runter. Da rennt ja schon was. Was ist denn das? Ein Feral. Das kann aber unangenehm werden. Krieg ich den Hund da hinten weg? Nee, weg nicht. Aber er ist auf mich aufmerksam geworden. Wow, was bist du denn? Okay, du bist tot. Auf jeden Fall. Dann kümmern wir uns mal um den Feral eben. Den hätte ich schon ganz gerne irgendwie weg. Junge, bleib mal gescheit stehen. Machen wir es mit dem Rifle. 44. Eigentlich wollte ich mir die aufbewahren für die Ladies, die da vielleicht kommen. Ah ne, das ist kein Feral. Ihr müsst an den Spike sterben. Schwierig. Mann, oh Mann, jetzt muss ich doch raus. Der stellt sich da ja ein bisschen paddelig an der Ferrari gerade, ne? Guck mal. Ja, aufnahmetechnisch stimmt alles. Komm, wir machen uns hier mal einen Rückweg. Irgendwann muss ich mir hier mal einen richtigen Auf- und Abgang bauen. Irgendwann. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Wo muss ich mal an? Erstmal durchladen hier. Ja, ja, ist ja gut. Wo ist denn der Feral hier? Da. Wow. Junge. Scheiß Hornisse. Hey! Lady! Vergiss es! Ich hole dich gleich runter. Immer dann, wenn ich nachladen muss, ne? Die Faxendecke hier. Weg mit dir. So nicht. Ein Magnum Grip. In. Oh. Assemble. Zack rein. Close. Dankeschön. Den habe ich ja sogar gebrauchen können. Gut, das ist auch gut. Ich habe kein Knochenmesser da. Doch, ich. Na, gleich. Habe ich eins dabei. Recipes Craft. Zack. Die Pickaxe brauche ich gerade nicht. Dann nehmen wir die Bienen noch auseinander. Weil den Honig lasse ich mir ungern entgehen. Naja, okay.
War nur leider einer drin. Du kommst auch weg. So, und dann gehen wir mal wieder rein. Mal gucken, wo die andere Mine runtergekommen ist. Könnte eventuell auf meinem Gelände liegen. Ist möglich. Oder? Ich kann das gar nicht genau sagen. Ja, muss ja. Wenn sie hier nicht ist, muss sie auf meinem Gelände liegen. So, den nehmen wir weg. So, und dann gucken wir uns das Elend hier mal an. Wow. Jo, das ist mal richtig kaputt, was? So, hier ist ja der Erste, der Probleme macht, glaube ich. Hier war doch einer. Da. Ha? Moment. Nee, das passt. Ah, hier ist einer. Dann nehmen wir den weg. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, so. Jetzt kann ich da einen hinstellen. Das ist ja lustig. Ich kann hier drüber einen hinstellen. Kann ich jetzt nicht mehr? Warum? Weil das die Spielmechanik gerade ist. Doch. Okay, so. Dann muss ich... Nanu? Wo ist denn hier? Okay. So, dann stelle ich da nochmal einen oben drauf. Dann droppe ich den weg. Dann mache ich den kaputt. Dann kann ich jetzt da welche draufstellen. Ne? Genau, sauber. So, jetzt geht's. Sehr gut. Den wegnehmen. Okay, das wollte ich nicht. Dann nehmen wir den jetzt weg. Quatsch. Na. Ist droppt doof, ne? Das ist, vielleicht sollte ich, machen wir das mal. Ne, das geht nicht. Okay, hacken wir erstmal weg da unten. Das sieht komisch aus. So, wo kann ich jetzt wieder Frames hinpacken? Da. Da. Ah, da geht noch nicht. Gut. Dann packen wir den darauf, nehmen den weg. Schön. So. Jetzt müsste ich den da... Okay, funktioniert ja. Ich muss auf Blutung ein bisschen aufpassen. Nee, geht nicht. Geht immer noch nicht. Das ist ja schwierig. Und dazwischen rein kann ich auch keinen setzen. So, jetzt müsste das aber gehen, eigentlich, der Logik nach. Wenn ich das da weghaue, müsste ich jetzt da ein... Ja. Nee, immer noch nicht so richtig. Okay, dann nehmen wir den weg. Die fallen halt ein bisschen doof. Aber jetzt geht's. Sehr gut. Dann machen wir das nochmal so. Ach, da habe ich dasselbe Problem. Ja. Dann nehme ich den erstmal weg. Ach so. Und den weg. Ah, die sind beide gut gefallen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die unsichtbaren Blöcke hier weggehen. Ja, sehr gut. Da kann ich auch einen hinsetzen. Da geht's. Hier geht's. Hier muss ja sowieso einer hin. Das ist gut, glaube ich. Und da geht's. Und hier ist noch ein unsichtbarer zwischen. Wo ist denn hier? Ist das eine Kreischer-Lady? Könnte sein, ne? Das muss ich mir mal eben angucken. Oh ja, das ist eine Kreischer-Lady. Jo, und da spawnen auch schon welche. Und das sind auch gar nicht so wenige, die dann da immer kommen.
Das erhöht sich ja auch bei jedem Tag, den man spielt. Wirst du wohl. Ja, den habe ich gesehen. Okay, Hund ist auch erledigt. Sehr schön. Ich rechne da auch noch mit mehr Kreischern. Okay, machen wir den da mal weg. Warum kriegt der denn eigentlich schon? Irgendwie bin ich alles zu doof, den Bescheid zu treffen. So, okay. Und tschüss. Gucken wir doch mal, was sie da drin haben. Ein bisschen Klebstoff. Ja, ist gut. Lady. Noch ein Beaker. Nee. Oh. Wo kommst du denn her? Läuft nicht. Aber auf gar keinen Fall. Nicht so. Das will ich mal eben nehmen, weil jemand sagte, siehst du, man hat keine Rezepte für das Ding. Man hat gesagt, ich soll mal nachgucken, ob man das nicht kann, dass man aus dem Brotmoldi Bread. Ich kann mich daran erinnern, dass das mal vor Monaten jemand geschrieben hatte. Und dann hat sich aber herausgestellt, der spielt auf einem Modded Server. Und da haben die natürlich eigene Rezepte, wo man dann aus diesem Brot auch Moldy Bread herstellen konnte. Ach du. Der soll mich nicht stören. Der kann da ruhig weitermachen. Ich habe hier einen Auftrag zu erledigen. Nämlich meine Wood Frames hier. Meine unsichtbaren Frames hier in Ordnung zu bringen. Oh, das finde ich jetzt aber doof. Bei dem Feral hier. Wo kommt der denn her? Da aus dem Haus, ne? Ja, guck mal hier rüber. Ja, so. Einmal durch die Spikes. Du sollst einmal durch die Spikes gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht ein Köter kommt. Ich meine, ich habe da irgendwas. Habe ich doch richtig gesehen. Aber lad schneller nach. Kann ich dem nicht die Beine zerschießen? Geht das nicht? Warum denn nicht? Das ist ja total nervig. Könntest du mal hier direkt durchgehen? Das ist ja... Was ist denn das für ein Versteckspiel hier? Einmal durch. Komm, brech dir die Beine. Ach, jetzt auch noch ein Spider. Das muss doch nicht sein, oder? Oh, Junge. Bein gebrochen. Unangenehm. Leute. Okay, jetzt brauche ich irgendwie was. Boah, ich komme hier noch um, ey. Das gibt's auch nicht. Jungs, ich will doch nur meine Blöcke da machen. Ich sehe schon, ich muss da noch sehr viele Schuss rein. Okay, er ist endlich umgefallen, aber nicht tot, oder? Der kann mir immer noch zu gut laufen. Oh nein, 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 nein.
echt unangenehm. Okay, das war's wohl. Mann, oh Mann, oh Mann. Und das Ganze nur für so ein paar Munitionsteile. Und du gehst mir auch gehörig auf den Senkel hier. Aber richtig. So, könnte ich jetzt mal hier in Ruhe weiterarbeiten? Das wäre sehr schön. Nervköten. Okay, stellen K.O. Ah, Wasser, wenn er mir das schon frei Haus bringt. Nehmen wir das mit. Okay, dann Leichenpflaster an seinen Weg. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ebenfalls so mit den Woodframes. Und wahrscheinlich kommt gleich schon wieder irgendwie ein Kreischer. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ein großes. Ich gehe erstmal nach oben und heile mich mal voll. Das ist mir zu gefährlich hier und mit den Spikes. Dafür, dass die auch gelegentlich mal durch Woodframe stechen, ist mir das hier echt so heikel. Ich weiß nicht, wo ich da gerade noch was höre. Wahrscheinlich drüben im Haus. Gut, dann sage ich für heute mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich spinte mich jetzt erstmal. Auch lästig sowas. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.